So, was ist das denn hier eigentlich für Luftlöcher? Ach, da ist die Leiter und das andere ist was? Ist das unser... Ich hatte keine Wolle mehr. Nee, das ist die andere Leiter. Ich weiß das schon wieder gar nicht mehr. So lange waren wir ja nicht mehr oben. Jetzt bräuchte ich eigentlich Glas, um hier weiterzubauen. Und da ich kein Glas habe, bauen wir blind. Machen wir das doch mal. Wir bauen jetzt einfach mal blind ohne eine Wand hier rein. So, fertig. Das Obergeschoss, dachte ich, machen wir einfach ganz gerade mit einem Esstisch. Oder was immer man sich hier mit Fantasie vorstellen kann. Eine Nase. Augen, Augen und Nase. Nee, ich mache jetzt hier einfach mal, im Gegensatz zu unten, mache ich hier mal die Trennwand. So, da kann man theoretisch... Ich hätte ja gern so ein Aquarium für die Wand, was man sich in die Wand einbauen kann als Trenner zwischen Räume. Kennt ihr das? Aquarien als Trenner zwischen Räumlichkeiten? Ja, das ist ganz groß, Freunde. Ganz groß. Also im Grunde genommen könnte ich dann auch Glas als Trenner machen, aber das will ich natürlich nicht die ganze Wand lang machen. Und hier ist ja dann auch Durchgang, das heißt, da kann ich auch gleich wieder wegmachen, weil es ja bestimmt ein Zweierdurchgang wird. Hier ist Glas, dann hätte man hier zumindest einen Zweierdurchgang, dann könnte man hier vielleicht eine Ecke machen oder da vielleicht eine Ecke machen, so. Nur nicht runterfallen. Ich möchte wirklich nicht. Also wenn ich eins nicht möchte, dann... So, hier haben wir das. Dann haben wir da das. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Nee, sieht eigentlich gar nicht, aber ich behaupte mal, dass es gut aussieht, weil das macht man so. So, da haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh nein, das geht natürlich nicht. Dann mache ich hier nochmal einen hin und dann haben wir da 4 und da 7. Ist doch viel besser so. Und dann könnte man theoretisch schon mal hingehen und sagen, so hier, 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 hier und vielleicht sogar noch, wir haben ja genug Wolle dabei. Und gerade, wo das Klavier wieder einsetzt, wollte ich mich noch einmal bei jenen bedanken, die uns all das hier ermöglicht haben. Bei jenen, die unter Aufopferung ihres Lebens uns stets hilfreich zur Seite stehen. Völlig in völliger Selbstaufopferung sich darbieten, uns allen, um uns eine schöne Zeit zu bescheren und uns die Freuden des Häuserbauens zu ermöglichen. Gemeint sind unsere Freunde, die Schafe. Ja, ich weiß, auch ihr, die ihr Minecraft spielt, ihr vergesst sie des Öfteren, unsere kleinen, lieblichen Kreaturen, wie sie dort durch die Weide jauchzen und sie tirillieren in dieser Welt herum. Und jetzt geht mir gerade der Gesprächsstoff aus, weil ich versuche, mich gleichzeitig zu konzentrieren auf das, was ich mache und auf das, was ich rede. Und das ist nie gut. Darum lasst uns jetzt alle die Hände reichen und Freunde sein. Und lasst uns den Schafen ein kleines Liedchen bringen. Und ihr fangt an. So, hier mal jetzt ein so ein Dingens. Ich sehe hier kaum noch was wegen den Wolken. Hey Gronkh, du kannst die Wolken durch Änderung der Entfernungssichtweite ändern. Ja, das sind ja ganz neue Fakten, die Sie hier darlegen, mein Herr. Das hätte ich so gar nicht vermutet, dass dies möglich ist. In diesem Spiel auch. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier gerade baue. Ich bastel hier gerade irgendwas hin, ne? Hier so ein Zweierdurchgang wieder, zack. So, und dann haben wir irgendwie ein Rondell ringsrum, wo ich keine Ahnung habe, was es bringt oder was, wozu wir das eigentlich gerade machen. Kommt mir gerade ein bisschen vor wie Beschäftigungstherapie. Und dann könnte ich hier noch so ein Ding machen. Da noch so ein Ding. Und hier wären es ja Fenster, die wir bauen. Im Gegensatz zu dort. Doch auch hier könnten wir 1, 2, 3, 4 Fenster bauen. 1, 2, 3, 4. Aber nein, es geht nicht. Denn Popetrie würde unser Haus beherrschen. So, jetzt müssten wir da eigentlich noch hochkommen und das Dach ausbauen, aber ja, das machen wir. Wir bauen jetzt erstmal dann Glas hin, dann haben wir die Wände schon mal. Und jetzt können wir, apropos, wo wir gerade bei Glas sind, apropos,
Können wir nochmal gucken. Hier brauchen wir noch einen Wassereimer und wir brauchen vorher noch Hellstones, die wir da reinsetzen. Scheißendreck. Immer diese Hellstones. So, gucken wir uns doch hier mal die Gegend an. Und da sind wir schon. Ich überlege auch wirklich, ob ich nicht irgendwo so einen anderen Wasserfahrstuhl machen soll. So einen Jump-Fahrstuhl sozusagen. Wo man automatisch hochkatapultiert wird, wie bei der Monsterfalle, bei den Wasserabströmungen. Ich bin am Überlegen, ob und wo wir sowas hinbauen. Ich habe aber noch keine Idee, wo und wie und was und tralala. Und jetzt mal gucken. Da unten brutzelt es bestimmt noch, weil wir viel zu weit weg waren. Oh. Oh. Mitnichten. Liebe Freunde, mitnichten. Klassische Fehleinschätzung der Lage. So, die Wolle lasse ich jetzt mal oben. Die brauchen wir nicht, weil wir jetzt wieder hinuntersteigen. Wo ist denn jetzt... Ne, das war die richtige Kiste. Ich komme hier langsam durcheinander. Es wird Zeit, dass wir uns unten eine Dingens machen. Eine Dingens auf jeden Fall ist immer wichtig. Also ein Vorratsraum, meine ich. Dann können wir nämlich die ganzen Cobblestones, den ganzen Scheiß, könnte man theoretisch da unten hin verfrachten. Ich weiß noch nicht genau, ob wir es machen. Und da muss ich die Fackel noch wegkriegen, verdammte Axt. Aber das macht erstmal noch gar nichts, weil wir hier eh noch keine Etage haben. Von daher, ach, habe ich meinen Absprung verpasst. So, hier. Gut, ich baue jetzt erstmal auf der Höhe hier weiter. So, mal kurz Licht machen und jetzt mit dem Glas hier weiterbauen. Und dann da und da und da und da. Ach, ist das schön. Diese erbauende Musik ist just richtig für Minekraft. Minekraft. Ich habe die Minekraft. So, dann mache ich mal Folgendes. Dann ziehe ich das... Ach, das ist ja schon fast hier unten. Dann mache ich das mal fertig. Weil man darf natürlich nicht vergessen, dass wir uns auch hier beim Abstieg absichern müssen gegen sinistre Gestalten, die uns Ungemach bereiten wollen. So, die eine Seite kann ich offen lassen, weil hier natürlich noch der Spawner ist. Und da habt das doch bitte schon wieder. Ich lasse die Diablo-Musik jetzt einfach mal plempern, weil ihr euch ja sonst immer beschwert, wenn ich es wegmache. So, hier ist noch ein Zweier hier spannen, das heißt... Wie wollte ich das denn? Ich wollte das von unten machen, ne? Ja... Eigentlich eine blöde Idee, das von unten zu machen. Aber ich kann es leider nicht... Nee, das geht nicht. Ich kann es nicht oben machen. Ich finde es A, von unten spannender und B... Wenn ich jetzt hier oben noch einen Raum machen würde, dann würden quasi die ganzen Monster da drauf platschen. Also so oder so, wir müssen in den Untergrund. Und wir werden dann entweder 4 Häcksler haben, was ich aber nicht so optimal finde. Oder wir müssen die Monster von hier mit einer Strömung vertreiben. Was schwierig wird. Knifflig. Ich überlege gerade, nicht wundern, wenn ich still bin, ich überlege gerade. Oder wir machen eine Mischfalle mit Besäufnis, also mit Ersäufnis in dem Falle. So, hier müssen wir auf jeden Fall sowieso nochmal in die Breite, das kann man ja so nicht anbieten. Und außerdem kommen da ja auch noch Monster runtergeplumpst, also weg damit. So, hier sind wir schon auf der Breite, aber da noch nicht. Oder? Ich muss mich mal wieder richtig hinsetzen, es ist spät in der Nacht und ich sehe kaum was. So, hier palumpsen die Monster auch hernieder und das heißt, wir machen da auch nochmal ein bisschen breiter. Oder müssen wir das überhaupt? Das kommt ja darauf an, was wir vorhaben. Ich bin echt am Überlegen. Jetzt haben wir hier diese Dinger auch noch. Das ist auch ein bisschen ungünstig. Das heißt, wir müssen hier unten ein großes Sammelbecken machen und darauf hoffen, dass die Viecher dann hier vorkommen oder so. Aber ich will nicht hoffen, ich will ein bisschen Effizienz drin haben. Das ist mir gerade ein bisschen zu blöd so. Also das stellt mich gerade vor ganz neue Herausforderungen, dass wir den Abstieg hier in die Mitte der Spawning-Etagen gemacht haben. Hm.
Oder wir gönnen uns einen kleinen Spaß, aber ob das so spaßig ist, weiß ich auch nicht. Ich dachte gerade, wie das wohl wäre, wenn man vorhin hier die Monster erstmal wegtreibt, dann da auf Umwegen durch einen kleinen Tunnel treibt, sodass die hier wieder rauskommen. Aber ich glaube, das wäre einfach nur scheiße. War eine scheiß Idee. Ich glaube, das lasse ich mal bleiben. So, da gehe ich bis dahin. Ja, und dann bis hierhin. Sehe ich das richtig? Ein Dreier, jawohl. Und das gleiche auch auf der Dingens. Da haben wir den Dreier schon und da haben wir noch nicht. Jetzt haben wir den Dreier auch hier. Und dann muss ich hier unten natürlich alles aus Glas auslegen, damit wir schön spannern können. Also ich bin wirklich gespannt, was das wohl geben wird. So, la 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 la. Kann auf jeden Fall sehr heiter werden, vermute ich mal. Und nur damit ihr Bescheid wisst, ich habe so eine Konstruktion noch niemals gebaut. Also Häcksler ja, aber in der Form noch nicht. So, da gehen dann die Stützpfeiler durch sozusagen. Das bleibt da auch. Und hier hätte ich es gerne, wenn das auch noch so abschließt wie auf der anderen Seite. Und zwar ein bisschen ründlicher. Einfach, weil es ein bisschen schöner ist. Ach, gucke mal. Ach Mensch. Das heißt, wir werden gleich unten auf eine Höhle stoßen in unserem kleinen Vorratsräumchen. Das wir jetzt auch direkt mal ausbauen, so ein bisschen. Leider sieht man bei Glas nie so genau, bis wohin es geht. Aber ich mache das gerade mal hier Pi mal Daumen. Ist das jetzt hier schon abgeschlossen oder nicht? Muss ich gleich nochmal gucken. La 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 la. So, da haben wir das so. Das heißt, hier ist noch ein Glas und dann ist da auch noch ein Glas. Jawohl. Und hier sind wir eh schon auf der Höhe. Bleibe ich auf der Höhe hier oder baue ich noch einen tiefer? Weil so sehen wir auf jeden Fall viel besser, wann da oben was runterkommt. Ich mache mal Folgendes. So, und jetzt mache ich mal... Ah, just for fun, komm hier. Gucken wir doch einmal, was passiert. Da oben, die Lichter stören mich noch ein bisschen. Ach, das ist die eine Fackel da oben und da oben ist auch noch irgendwie eine Fackel. Das sind die von einer Monsterfalle. Ich muss mal gucken, ob die nicht vielleicht zu viel Helligkeit abstrahlen. Und hier unten ist es mir definitiv zu klein übrigens. So, dann mache ich hier mal einfach weiter. Ach, guck mal. Ach, Mensch, ja, ist ja unglaublich. Ein bisschen suboptimal, dass wir gerade Monster angemacht haben, aber ich falle jetzt sowieso, also langsam bei dieser Höhle hier wundert mich, bei dieser Map hier wundert mich gar nichts mehr, was da alles an Höhlen so zum Vorschein kommt überall. Ach so, ach Mensch, da geht's ja noch, ach, gucke mal, da geht's ja noch weiter. Das mit dem Glas total falsch eingeschätzt. Das geht ja hier noch weit. Jetzt weiß ich natürlich nicht, da ist unser erster Gast. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das... Ich habe immer Angst, dass von hier was kommt. Ach, ist egal. Komm, da lasse ich jetzt mal... Habe ich mich gerade voll verjagt. Glaubst du ja selber nicht. So, zumindest sieht man dann, wann da was kommt. Das sieht so gerade gebaut aus hier übrigens, da unten. Hm. So, auf jeden Fall kommen da die ersten Monster runter, strapenzelt und
Ich sollte vielleicht mal aufpassen, dass da keiner reinkommt.